Moin moin, guten Tag und hallole zu Folge Nummer 18 der 13 Dinge Kiste. Ich habe nun ein bisschen halt eben abgewartet, bis dann halt eben ihr auch Kommentare halt eben geschrieben hattet, gerade zu dem Thema darf ich oder darf ich nicht. Und da kam dann mehr so eine, ja, also mich würde es jetzt nicht stören, dass du es in den Folgen machst, aber im Endeffekt machst, wie du es am praktischsten findest, Meinung halt eben durch. Und deswegen habe ich jetzt einfach mal vorhin die Farmarbeit halt eben schon erledigt, habe halt eben auch noch ein paar Rohstoffe halt eben zusammengequaftet, um halt eben noch die letzten Bücherregale halt eben zusammenzukriegen, die ich dann halt eben mit euch dann halt eben jetzt noch hier setzen möchte, dass wir einen vollwertigen Verzauberungstisch dann halt eben haben. Jetzt müsste das also dann halt eben gut funktionieren. Legen wir mal probehalber was rein. 16. 16, hallo. Theoretisch müsste da jetzt auch eine 30er Verzauberung halt eben drin sein. Oder habe ich irgendetwas halt eben übersehen? Ah, wahrscheinlich hier noch. Okay, ich glaube, da braucht man wohl noch ein paar Bücherregale mehr. Ah, ich glaube, hier vorne noch jeweils zwei Stück, also noch vier Bücherregale. Aber darum kümmern wir uns später, hätte ich jetzt gesagt. Denn ich möchte heute mit euch da drüben den Berg halt eben endlich mal halt eben anfangen zu bearbeiten. Also, dass wir oben halt eben alles dann halt eben abholzen und flach machen und da halt eben anfangen mit unserem Bau von dem künstlichen Dorf, das wir dann halt eben haben wollen. Dann sammeln wir mal erst die Bäume halt eben ein, dass die dann halt eben dann auch in Ruhe die Blätter halt eben abwerfen können, während wir uns dann an das Terraforming machen. So, wenn ich mich nicht verrechnet habe, dann haben wir heute Heiligabend und ich frage mich, was habt ihr für Traditionen halt eben in der Familie? Also was jetzt halt eben das Essen angeht oder auch noch irgendwelche anderen halt eben kleinen oder größeren Traditionen. Denn ich hatte erst neulich bei Twitter halt eben gelesen, dass das halt eben jemand sehr amüsant findet, dass es halt eben als Tradition gilt, Seidenwürstchen und Kartoffelsalat an Heiligabend zu essen. Und am ersten Weihnachtsfeiertag gibt es dann halt eben das richtig große Essen. Und da habe ich dann halt eben drüber schmunzeln müssen, weil in meiner Familie war das früher halt eben nochmal ganz anders gewesen. Weil da hatten wir das halt eben so gemacht, dass halt eben an Heiligabend das große kräftige Essen gab, also meistens Gans, aber manchmal halt eben auch Ente. Für die Kinder gab es dann halt eben Schnitzel, dazu gab es dann halt eben haufenweise Beilagen, also Semmelknödel und Spätzle. Manchmal wurden da dann halt eben auch ein paar Salzkartoffeln halt eben dazu gemacht, aber meistens halt eben Spätzle und Semmelknödel. Und natürlich dann halt eben auch noch halt eben Soßen. Und für die Kids gab es dann halt eben Schnitzel. Oder halt eben für diejenigen, die dann halt eben nicht so auf Gans oder Ente halt eben standen. Und ja, danach gab es dann halt eben die Bescherung. Das war dann halt eben irgendwann einmal im Laufe der Zeit dann halt eben weniger halt eben Spielsachen oder Fahrräder oder was auch immer, sondern das wurden dann halt eben dann mehr die Umschläge im Weihnachtsbaum, die man dann halt eben rausgezogen hatte, damit man dann halt eben eher mit dem Geld dann halt eben sich was
kaufen konnte oder wenn man dann halt eben irgendwie was zusammengelegt hatte. Ja, also das sind so die ersten Traditionen gewesen, könnte man sagen. Und irgendwann einmal, als dann halt eben auch die Kids, also wir dann halt eben immer älter und reifer wurden, wurde dann halt eben diese Tradition dann halt eben auch ein bisschen dann halt eben noch abgewandelt, indem wir dann halt eben nach dem Essen und nach der Bescherung auch Travel Pursuit halt eben auf den Tisch halt eben gelegt haben. Und dann gab es dann halt eben noch ein bisschen Wein und Sekt oder vielleicht halt eben auch ein Likör oder Schnaps. Und dann wurde so lange halt eben getrunken und gespielt, bis wir die Karten nicht mehr gescheit vorlesen konnten. Ja, nicht vielleicht die beste Tradition, aber es war immer sehr, sehr lustig und amüsant. Und ja, also das war dann so im Groben halt eben früher halt eben die Tradition gewesen. Und ja, halt eben bei meiner blutsverwandten Familie, sagt man das halt eben so rum, denn ich habe nun seit ein paar Jahren dann halt eben meine eigene Familie, andere Familie könnte man halt eben sagen, denn wir feiern dann halt eben mehr, dann halt eben mit den Traditionen von dem Familie halt eben von meinem Freund bzw. von meinem Verlobten. Und da ist es dann halt eben so, dass wir da dann halt eben den Gottesdienst dann halt eben besuchen. Gut, okay, dieses Jahr wird es dann halt eben wohl eher nicht dann halt eben so sein, dass wir den Gottesdienst dann halt eben besuchen können oder werden, weil das dann halt eben doch vielleicht ein paar zu viele Einschränkungen gibt und so weiter. Und ja, danach wird dann halt eben zu Hause dann halt eben gegessen und dann gibt es dann halt eben auch noch die Bescherung und dann schaut man halt eben gemeinsam halt eben noch irgendwie Weihnachtsfilm an oder sowas. Also ist halt eben auch eine sehr schöne Tradition, finde ich. Und ja, wie sind denn so bei euch die Weihnachtstraditionen? Egal, ob jetzt dann halt eben mehr in die, sagen wir mal, etwas direktere, rabiatere Art, wie jetzt halt eben von meiner Familie oder halt eben die etwas ruhigeren von meiner jetzigen Familie. Also, wie feiert ihr Weihnachten? Ich hatte halt eben früher, als ich halt eben überhaupt keinen Kontakt zu irgendeiner Familie hatte, das gab es halt eben auch eine Zeit lang, war dann halt eben im Endeffekt mein alleiniges Weihnachten feiern dann halt eben auch sehr interessant und überschaubar. Ich habe mal eben irgendwas Leckeres halt eben zu essen gemacht und dann hatte ich das dann halt eben mit Wohlgenuss dann halt eben verzehrt und dann hatte ich entweder Film geschaut oder habe mich dann halt eben um mein eigenes Weihnachtsgeschenk dann halt eben gekümmert, wie zum Beispiel vor, oh, jetzt müsste ich aber ganz genau nachrechnen, wenn ich mal Minecraft zu Weihnachten geholt habe. Ich glaube 3 Jahre, 4 Jahre, vielleicht auch 5, ich weiß nicht, also ist auf jeden Fall schon ein paar Jahre her, wo ich mir dann halt eben Minecraft zu Weihnachten geschenkt habe. Und da war ich dann halt eben auch erstmal ein paar Tage damit beschäftigt, mich halt eben in Minecraft halt eben zurechtzufinden. Aber es war halt eben auch sehr, sehr amüsant, fand ich. Ja, war dann halt eben auch ein bisschen halt eben, aufgehellt worden oder halt eben verändert worden, indem man dann halt eben zum zweiten Weihnachtsfeiertag dann halt eben sich halt eben mit Freunden getroffen hatte und da dann halt eben gemeinsam gegessen hatte und so. Also das war auch halt eben sehr, sehr schön und toll gewesen, ne? Also Weihnachten hat man eigentlich noch nie
komplett alleine verbracht, also ich zumindest halt eben nicht. Kann halt eben sein, dass mal eben einzelne Tage dann halt eben alleine verbracht hatte, weil das halt eben mehr ja, Familienfest-Tradition dann halt eben ist, aber es macht ja dann halt eben nichts aus, denn man kann ja jeder auf seine komplett eigene Art dann halt eben feiern und das Ganze halt eben ja, umsetzen, wie man dann halt eben möchte. So, jetzt bin ich ja gerade kurz am Schauen, überlegen, wo war nochmal das Eisen? Hier, genau. Weil wir bräuchten jetzt gleich noch eine Schaufel. Ha, da kann man die Setzlinge reintun. So, weil wir werden jetzt uns gleich nochmal kurz zum Schlafen hinlegen. Und dann fangen wir an, da drüben das Ganze halt eben mal zu begradigen, dass wir eine Fläche dann halt eben haben, wo wir die Felder dann halt eben machen. Es ist jetzt halt eben nur die Frage, auf welche Höhe ist es halt eben am sinnvollsten. Aber ich würde jetzt schon fast sagen, wir machen das hier auf dieser Ebene hier, dass man dann das hier ups, ja, so war das nicht gedacht. Das war dann halt eben das, was drüber steht, also die zwei Blöcke drüber, dass man die dann halt eben abträgt. Und dann kann man hier das Ganze ja noch ein bisschen erweitern. Ja, ich glaube, das klingt nach einem guten Plan halt. Den Apfel, den nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Genau, weil dann wären wir. Naja, gut, okay, nicht ganz auf der Höhe von dem Übergang, aber ja, das macht ja nichts, hätte ich jetzt mal gesagt. Können Sie jetzt erstmal hier anfangen mit Abtragen und dann schauen wir dann halt eben mal weiter, wie es dann halt eben aussieht, weil wenn dann die ganzen Unebenheiten weg sind, dann hat man einen viel besseren Überblick. Ja, ich hätte jetzt halt eben auch euch dann halt eben gesagt, also zwecks diesem Offline-Arbeiten, dass wir dann halt eben jetzt in dieser Folge, dass wir jetzt dann halt eben anfangen mit dem Terraforming und dem Aushöhlen von dem Bereich halt eben direkt unten drunter. Weil da brauchen wir ja dann halt eben den Raum halt eben für unser künstliches Dorf. Da hätte ich das dann halt eben jetzt in dieser Folge halt eben natürlich halt eben angefangen. Und dann im ja, Nachhinein hätte ich euch das dann halt eben ganz genau gezeigt, dass wir dann halt eben in der nächsten Folge dann halt eben schon ja, den Anfang setzen können von unserem Dorf. Aber halt eben erstmal halt eben das Aushöhlen, das hätte ich jetzt halt eben offline gemacht. Ja, weil ich denke, dass das jetzt nicht ganz so interessant hier im Inventar sehen könnt. Ich habe halt eben auch ein paar Kisten halt eben mit genommen, dass man da dann halt eben dann auch die Sachen, die hier jetzt halt eben abgebaut werden, also Erde, Stein und so weiter, dass man die dann halt eben gleich dann halt eben Kisten verstauen kann, ohne dann halt eben die ganze Zeit hin und her rüberrennen zu müssen. Oh, jetzt habe ich zweimal die ganze Zeit gesagt. Naja, gut, okay. Ihr wisst ja, was ich meine. Denke ich, glaube ich, hoffe ich. Ja, dann, wie? Schaufel schon kaputt? Eieiei. Das geht ja gar nicht. Gut, dann müssen wir wohl noch eine Schaufel machen, aber sammeln wir hier erstmal die ganzen Sachen noch ein. Weil die Rohstoffe können wir gerade alle noch gut gebrauchen. Weil unsere Lager sind ja noch nicht so voll. Beziehungsweise unser manuelles Lager, das wir gerade da drüben haben. So, Erde eingesammelt. Perfekt. Ja, Schneeball noch. So, dann machen wir noch eine Schaufel. Oder am besten vielleicht zwei Schaufeln.
So, rennen auf so einem schmalen Steg ist ein bisschen gefährlich, aber wenn es nur geradeaus geht, kann man das ja machen und riskieren. So, nehmen wir noch zwei Schaufeln besser. Spitzhacken habe ich ja. Gut, dann dürfte das ja jetzt funktionieren. Zwei Sticks. Und so, dann sind wir wieder mit Schaufeln ausgestattet. Ja, schauen wir mal, ob die zwei Schaufeln reichen werden. Aber ich denke, das könnte auf jeden Fall klappen. So, dann rasieren wir hier das Ganze halt eben noch ein bisschen nieder. Ja, wir haben hier Eis. Das ist halt eben sehr schön und toll, aber wir haben halt eben noch keine Behutsamkeit. Deswegen können wir damit leider noch nichts anfangen. Es ist ein bisschen blöd, aber naja, gut, okay. Das ging abwärts. Durch die Eismaschine, die ich dann halt eben bauen möchte, werden wir dann halt eben auch recht zügig dann auch an Eis halt eben rankommen. Also da ist dann halt eben dieses bisschen jetzt dann halt eben nicht die Welt. Also klar, es wäre theoretisch hilfreich, aber ja, wir müssten das dann halt eben auch erst zusammenbasteln. Also aus vier Eis macht man ein Packed Eis. Oder waren es vielleicht sogar 9? Ne, ich glaube es waren 9. Aus 9 Eis macht man dann halt eben ein Packeis. Und aus 9 Packeis macht man dann ein Blaueis. Obwohl, ja, Blaueis ist zwar halt eben schneller, besser, effektiver. Aber das Packeis, das würde uns dann halt eben schon ausreichen halt eben von der eine Aufgabe, die es halt eben übernehmen soll. Also es soll halt eben nicht schmelzen und soll halt eben die Wasserstraßen halt eben, also die Wasserströme, die wir dann halt eben einsetzen werden, dann halt eben schneller machen, weil auf Eis rutschen die Items halt eben deutlich besser als auf dem normalen Stein. Also müsste ja eigentlich logisch sein und diese Logik hat Minecraft zum Glück übernommen. Also es gibt manche Sachen, die nicht gerade sehr logisch sind, aber da hat Minecraft dann halt eben ganze Arbeit geleistet, könnte man sagen. So, sammeln wir hier noch das bisschen Erde hier gerade noch mit ein. Und dann würde ich diesen Wassertümpel hier einfach mal zumachen, weil wenn wir hier unten dann halt eben gleich buddeln werden, ist es dann nicht sehr praktisch, wenn wir dann auf einmal Wasser in der Baustelle haben. Deswegen machen wir hier erstmal alle Wasserlöcher halt eben zu. Ah, ja, da rutscht man halt eben schon ein bisschen. So, wunderbar. Und dann ziehen wir mal hier die Ebene mal dicht, dass wir dann halt eben wirklich eine große Fläche haben. Zip, zip. Weil das hier soll ja dann halt eben alles halt eben dann Acker werden. Dass man dann halt eben eine gute Nahrungsversorgung halt eben für unser Dorf halt eben haben. So, gehen wir mal hier noch durch. Ja, wir müssen ja noch über die Wasserquellen halt eben hinsetzen und alles halt eben auch bearbeiten. Also ich glaube, da brauchen wir dann halt eben auch dann eine Diamanthacke, weil mit der Eisenhacke kommen wir da, glaube ich, nicht wirklich ausreichend voran. Aber ja, müssen wir dann halt eben einfach halt eben mal schauen und abwarten, wie gut wir halt eben vorankommen.
Aber ich würde jetzt annehmen, hier das jetzt von der Ebene hier erstmal so lassen. Hier können wir noch ein bisschen zuziehen. Es wird dann halt eben hier auch das dann halt eben wie so eine kleine Erinnerungsstütze halt eben haben. Ja, wir wollen hier alles halt eben mit Feldern dann halt eben haben. Und zack, haben dann halt eben auch noch ein bisschen halt eben einen Schutz dann halt eben vielleicht. Also wenn wir hier das halt eben so zwei Blöcke hoch machen, dass dann halt eben hier keine Zombies oder ähnliches Getier dann halt eben hochkommt. Gut, okay, die Spinnen würden trotzdem hochkommen, aber die können wir dann mit einer Bruchsteinmauer hier auf der äußersten Kante dann halt eben davon abhalten. Und dann bauen wir halt eben auch natürlich halt eben noch ein Dach. Dann sind unsere Dorfbewohner hier dann halt eben auch gut geschützt. So, soll man das jetzt abbauen? Ich glaube ja. Komm. Bauen wir das hier dann ab. Dann haben wir hier auch die zwei Blöcke halt eben Abstand. Oh, das war jetzt nicht gerade das Schlauste. Okay, aber hier kommen wir nochmal hoch. So, und ich glaube, wir sollten dann halt eben uns gleich wieder ins Bett bewegen. Oh, da ist ein Schaf gefangen. Ich hoffe, das kommt sicher runter. Ich weiß nicht, ob das halt eben so gesund ist, da so weit an der Klippe zu leben. So. Und jetzt haben wir hier diese Ebene halt eben voll. Ja, ich glaube, diesen einen kann man da abbauen. Genau. So, jetzt sollten wir aber schleunigst halt eben ins Bett. Und dann mit dem neuen Tag, den wir dann halt eben gleich anbrechen lassen werden, würde ich mich dann halt eben ein bisschen nach unten buddeln, dass wir dann halt eben gleich mal auf der richtigen Höhe halt eben sind mit dem Aushöhlen von dem Berg, dass wir da dann halt eben unseren ersten Wohnraum dann halt eben haben. Ne? Verbrennst du, bevor du ankommst? Ja, ich helfe dir. So. Ja, noch ein paar Erfahrungspunkte und Stufe 26. Ha, das ist doch schön. Gut. Wie soll man das dann halt eben machen? Ich glaube, machen wir gleich hier am Anfang vielleicht halt eben gleich den Gang nach unten, dass wenn wir dann halt eben hier rüberkommen, machen wir dann halt eben hier ein Zauntor ran oder sowas. Genau, können wir hier dann halt eben ein Zauntor machen. Dann können wir halt eben hier rein und dann können wir theoretisch gleich hier dann halt eben runter. Oder sollen wir das dann halt eben hier dann auch noch mit Erde voll machen? Ja, wobei, es würde ja dann halt eben nicht stören, wenn wir dann da dann halt eben gleich runtergehen würden. Ja, ich glaube, das machen wir dann halt eben gleich direkt hier am Anfang. Dass wir hier dann gleich direkt runtergehen. Oder sollen wir hier an die Seite geradeaus durch? Theoretisch ist ja eigentlich egal, ne? Dann würde ich mal sagen, machen wir hier, wenn dann Mauer, Mauer, Mauer. Na komm, ziehen wir das so, dann haben wir hier eine gerade Mauer und dann können wir das dann gleich. Moment, genau, hier. Machen wir hier die erste Stufe. Halt, wir haben doch eine Schaufel. Oder? Ja, haben wir. Haben wir hier die erste Stufe, die zweite Stufe, die dritte. So, das könnte vielleicht schon reichen. Nee, ich glaube nicht ganz.
So, und jetzt sind wir dann... Doch, das würde sogar reichen. Moment mal. Nochmal grob nachgedacht. Also hier sind die Weizenfelder, sag ich schon. Die Karottenfelder dann. Und ja gut, okay, theoretisch hätten wir es halt eben eins niedriger halt eben machen können. Ja, wir dürfen halt eben nur zwei Blöcke hoch halt eben sein, ne? Oder wir machen es halt eben wirklich auf dieser Ebene. Dann haben wir ja halt zwei, dann tropft halt eben nirgends das Wasser halt eben runter. Ja, ich glaube, das ist eine etwas bessere Idee. Dann wird das da hier so unsere Augenhöhe halt eben sein. Machen wir hier dann gleich das auch noch auf. Weil wir wollen da ja später halt eben Glas reinsetzen. Aber dafür bräuchte man dann halt eben auch erstmal halt eben noch Sand, dass wir das dann zu Glas einschmelzen können. Und dann haben wir hier unsere erste Ebene. Aber ja, das wird ein bisschen dauern halt eben mit dem Durchbuddeln. Aber wir sind ja zuversichtlich und guter Dinge. Oh, Mist, jetzt habe ich ja die Treppenstufe weggemacht. Okay, so. Genau. Aber dann machen wir das hier auf dieser Höhe. Buddle ich mich dann halt eben hier durch und mache jetzt dann halt eben diese eine Ebene halt eben auf jeden Fall. Und halt eben auch noch halt eben die Ebene halt eben, wo die Eisengolems drunter spawnen. Also im Endeffekt eins hier drunter, das dann halt eben drei Blöcke hoch ist. Also mindestens drei Blöcke, es sollten vielleicht eher vier Blöcke sein. Machen wir das dann halt eben vier Blöcke hoch. Das, also halt eben noch eins tiefer. Moment mal, tun wir es doch halt eben gleich mal halt eben vorzeichnen. So, das da ist die Decke. Dann 1, 2, 3 und 4, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. So, wir haben hier die Decke. Moment, hier die Decke. 1, 2, 3, 4. Okay, dann passt das. Oder passt wirklich? Ja, genau. Dann machen wir hier, also diese Höhe hier. 1, 2, 3, 4. Wunderbar. 1, 2, 3, 4. Genau, dann haben wir hier auf dieser Höhe dann halt eben die Fläche, wo dann halt eben die Eisengolems dann halt eben spawnen können. Und ich habe ja halt eben die Idee, dass halt eben eins drunter, also unter der Eisengolem-Spawnfläche, dass wir da dann halt eben noch einen weiteren Raum halt eben für die Dorfbewohner machen, dass die sich halt eben wirklich komplett überall verteilen können. Aber das können wir dann halt eben vielleicht halt eben noch später dann halt eben irgendwie schauen, ob wir das, also wo wir den Zugang dann halt eben machen, weil ich möchte halt eben nicht, dass halt eben die Dorfbewohner durch den Raum der Eisengolems dann halt eben gehen, sondern dass sie da halt eben separaten Zugang haben, weil ansonsten werden die Dorfbewohner ja auch in den Wasserstrom halt eben mit reingespült. Aber da könnte man dann vielleicht irgendwie hier diese Schlucht dann halt eben irgendwie so halt eben umbauen, dass man dann halt eben hier von der Ebene 1 drunter dann halt eben ganz nach unten geht, an den Golems halt eben vorbei. Aber das können wir dann halt eben noch später dann halt eben genauer angucken, beschließen. Ich würde jetzt dann halt eben erstmal diese zwei Ebenen dann halt eben hier mal komplett aushöhlen und natürlich halt eben mit Fackeln halt eben auch ausleuchten,
Und dass dann halt eben wir keine Kreaturen der Nacht So, da bin ich wieder. Das Aufnahmeprogramm ist etwas abgeschmiert, also es hat sich einfach geschlossen, aus welchem Grund auch immer. Aber wir wären eh fast am Ende der Folge gewesen. Ihr könnt unten an der Inventarleiste sehen, es hat sich ein bisschen was getan. Ich habe den Berg schon ausgehöhlt, die zwei Ebenen, aber das zeige ich euch dann halt eben ganz genau, halt eben in der nächsten Folge. Ich wünsche euch einen schönen Heiligabend, schöne Feiertage und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao!